So, da sind wir auch wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir in den Shop reingehen, kleine Infos, was die Aufgabe betrifft. Wo steht sie? Setze Gebäude in Brand. Es gibt jetzt scheinbar doch eine Lösung, nämlich wenn ihr diese Aufgaben hier als Tagesaufgabe habt, also in grün, nicht in grau, so wie ich es jetzt habe, dann könnt ihr diese Aufgabe quasi abschließen. Und es liegt wohl daran, alle, die schon die Stempelkarte fertig haben, mit 150 Mal beziehungsweise die ganzen Gebäude verbrannt, da gibt es ja die eine große Aufgabe als blaue Aufgabe. Wer die quasi schon erledigt hat, kann die Aufgabe quasi nur noch über die grünen Missionen jetzt erledigen. Also ultra nervig. Ich hoffe, die meisten haben verstanden, was ich jetzt meine. Ansonsten muss ich nachher, wenn ich nach Hause komme, noch mal ein Video drüber machen und euch das halt genauer erklären. Aber ich denke mal schon, den meisten wird es klar sein. So, ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in den Shop, denn ein geliebter und gehasster Skin ist wieder da. Ja, sie ist wieder da. Denkt dran, wer noch nicht hat und sich ihn gönnen will, gerne meinen Creator-Code eintragen. YT-Family. Grüße gehen raus an jeden Einzelnen. Und dann haben wir des Weiteren heute Gangnam Style drin. Bisher darf ich immer nur kurz abspielen. Dann Flug ist drin mit passendem Rückenaccessoire. Dann fürstliches Zepter. Dann die Battlebreaker Skins sind wieder da. Alle beide. Dann natürlich noch die Tarnung dazu. Und natürlich auch die Musik. Bim, bim, bim. Das Spiel war nicht so schlecht, aber naja. So, dann haben wir noch die Wildcard wieder mit drin. Finde ich für 2000 V-Bucks echt überteuert. Dann haben wir Sanctum drin. Dann im Gleichgewicht ist eine neue Tarnung. Okay, aber ich sage ja, wer guckt auf Tarnung? Ab und an beim Schiff oder so merkt man es, also beim Boot. Sonst, und dann Zahnseidenwirbler. Geschmeidige Moves. Am Wasser gebaut. Holdo. So, was haben wir noch drin? Dann natürlich die ganzen Einjahresgeschichten. Hierzu aber auch nichts geändert. Alles beim Alten geblieben. Auch die Emotes sind wieder drin, alle. Dann letzter Lacher-Paket ist drin. Das Anime-Paket ist auch noch drin. Crew-Paket ist auch ebenfalls noch drin. Dann gucken wir noch gerade ganz schnell für alle wegen Rette die Welt, was da noch so los ist. Ich vergesse, heute gibt es mal V-Bucks. Heute gibt es 70 V-Bucks zu holen. Und zwar einmal auf Stufe 23 und 76. Also insgesamt 70 V-Bucks in Rette die Welt. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Euch noch einen schönen Montag und haut rein.